Diese Tierarten sind vom Aussterben bedroht, und zwar massiv. Sie werden wegen ihrer Felle oder wegen ihrer Elfenbeinstoßzähne rücksichtslos gejagt. Es geht bergab mit ihnen. Der Mensch breitet darüber hinaus seine Siedlungsräume in ihren Habitaten aus. Das betrifft nicht nur Tiere in fernen, exotisch erscheinenden Ländern. Auch heimische Tierarten sind bedrängt. Fachleute im Haus der Natur thematisieren dies seit vielen Jahren und sie erfahren dabei auch künstlerische Begleitung, wie etwa jene durch Christoph Buchecker. Die Ausstellung, muss ich sagen, die Vorarbeiten dazu haben ja auch schon begonnen, schon Jahre zuvor. Ich habe 2010 begonnen, an einem Buchprojekt zu arbeiten über bedrohte Tierarten in Zusammenarbeit mit dem Leiter der Säugetierabteilung in Wien vom Naturhistorischen Museum, Dr. Frank Zachos. Das Buch handelt eben über bedrohte Säugetiere und über deren Bedrohungsgrade. Und im Zuge dessen habe ich mich sehr intensiv mit der ganzen Thematik der bedrohten Tiere auch beschäftigt und wurde dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, hier in Salzburg auch im Haus der Natur eine Ausstellung zu erarbeiten mit dem Haus, was ich natürlich sehr gerne gemacht habe, was auch hier heute präsentiert wird. Ich komme eigentlich aus der abstrakten Malerei, habe mich aber schon sehr früh auch entschlossen, mich mit der Darstellung der Tiere auch zu befassen, was auch in der Malerei ein großes Thema quer durch alle Jahrhunderte war. Und ich habe mich jetzt darauf eingelassen sozusagen, und hier in der Ausstellung sind auch die Ergebnisse zu bewundern oder zu betrachten. Im Haus der Natur besteht ab sofort dazu die Gelegenheit.